Im Fokus der Muslima besucht das Benediktinerinnenkloster in Köln. Das ist Schwester Antonia. Sie ist eine von 26 Frauen, die hier leben. In Deutschland sind es 1400 Frauen. Ihr Lebensziel, ein Leben für und mit Gott. Spirituell und zurückgezogen in Andacht. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat in meinem So-Sein, mit meinen Macken, mit meinen Fähigkeiten. Und hier im Kloster zu leben, bedeutet für mich, mit all diesen Fähigkeiten, die mir geschenkt wurden, mich in den Dienst nehmen zu lassen, um im Gehorsam auf Gott hin zu leben, in einer Gemeinschaft. Und das bedeutet auch, Gottes Gebote in dieser Gemeinschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist mein Bemühen. Antonia Lange trägt, so würde man es heute nennen, ein Kopftuch oder Schleier. Das Habit ist Ordenstracht der Benediktinerin. Ein Schleier, weiß oder schwarz, welches vollständig die Haare und den Hals bedeckt. Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Er hatte etwas damit zu tun, auch sich wegzugeben. Er hatte damit zu tun, sich an Christus, an Gott zu binden. Mir begegnen Reaktionen von Wohlwollen, aber auch Unverständnis, bis hin zu großer Skepsis, vielleicht auch Lächerlichkeit, Unwissenheit, die ganze Bandbreite. Schwester Antonia ist Christin. Ablehnung wegen des Schleiers kennt sie kaum. Muslimische Mädchen und Frauen wie Mosa Khan oder Sulmana Ahmed aus unserem ersten Film begegnen diesem Problem dagegen oft. Ich glaube nicht, dass die Reaktion, wie wir sie hier als Ordensfrauen dem Schleier gegenüber erfahren, gleichzusetzen sind wie die Reaktion, die eine Muslimin mit dem Schleier, auch mit dem Kopftuch erfährt. Denn mein persönlicher Eindruck ist der, dass mit diese ganze Kopftuchdebatte eigentlich eine Stellvertreterdebatte ist. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Und dass ganz andere Dinge und Vorurteile und auch Bilder, auch missverständliche Bilder, damit transportiert werden.